Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge The Long Dark, Episode 2. Wir sind immer noch an der alten Heimat der Familie Spence. Ich habe noch mal geschlafen. Man sieht, jetzt geht so langsam das Morgengrauen los. Es wird heller. Und wir müssen noch zu dem letzten Funkturm. Ansonsten hat er Durst und Hunger. Und da schaue ich mal, dass ich ihm hier noch etwas zu essen mache. Lecker. So, und dann habe ich mir überlegt, wir hatten ja drüber nachgedacht, ob wir nicht vielleicht ihm Kaffee kochen, weil wir ja mit dem Kaffee auch immer gut die Energie nach oben bringen können. Das brauche ich zwar jetzt noch nicht unbedingt, weil jetzt habe ich ja gerade geschlafen. Da ist er fit. Deshalb habe ich es nicht getrunken, sondern bloß genommen. Looks like I made it through another night. Ja, der Ofen brennt noch eine ganze Weile, aber wir werden uns dann auf den Weg machen. Wie viel hat er jetzt hier verbraucht? Wasser hat er noch genug, 3 Kaffee hat er jetzt erstmal. Kann er sonst noch irgendwas machen? Nein. Die anderen sagen, kann er nur warm machen. Na komm, dann. Machst du den alle? Und jetzt ist er alle. Gut, sehr gut. Mit der Wärme hast du auch kein Problem. Wie viel? Ach, schon wieder 50,7 Kilo. Ach je. Na, dann trinkst du mal was. Limo hast du ja genug dabei. Die Kalorien hättest du jetzt zwar nicht unbedingt gebraucht, das heißt, da trinkst du aber noch ein bisschen Wasser. Ja. 50 Kilogramm. Ach so, das liegt glaube ich daran, wir hatten doch nochmal Holz gefunden und aufgesammelt. Ja. Na, dann mach's mal wie folgt. Das kannst du nicht alles mitschleppen, da kommst du ja nie vorwärts. Das kannst du auch erlassen. Da hast du 2 Zunderbünde. Und dann legst du die auch noch ab. Da hast du 2 Zedernhölzer. Zedernholz kannst du recht gut anzünden. Besser als Tannenholz. Ja. Achso, da zeig nochmal. 47 Kilo. Naja, was soll's. Gut. Wo sollen wir hin? Wir sollen darüber. Wir versuchen, das Vorratsversteck zu finden. Und den Turm. Jetzt ist die Frage, versuchen wir hier übers Eisenweg zu finden oder gehen wir lieber ein paar Meter außen rum. Dafür aber sicher übers Festland. Hier liegt auch nochmal Holz rum. Also das wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Oh, da führt eine Brücke übers Marschland. Oh, die sieht ziemlich kaputt aus. Nee, aufs Eis durch, Mann. Nee. Deshalb gehe ich hier oben rum. Man darf schon, aber das Risiko ist halt da, dass es brüchig ist. Und da ist es doch besser, gar nicht erst drauf zu gehen.
Komme ich da oben rum oder muss ich hier unten irgendwie lang? Ah, das sieht ganz gut aus. Da brauche ich nicht erst da hochlaufen. Gehen wir gleich hier lang. Auch hier stehen noch mal jede Menge Arbeiterbaracken. Abgebrannte Häuser. Holzkisten, die nützen uns nichts. Also die kann man zu Holz zerlegen, na klar, aber brauchen wir nicht. Da liegt noch eine Zeitung für Zunderbündel. Brauchen wir aber auch nicht. Aber den Stoff nehme ich mit, denn der war ja zuletzt alle gewesen. Da konnte man ja gerade noch so alles reparieren. Oh, hier kommt nochmal eine größere Bucht. Und dort vorne sieht man schon, da sieht man den Funkwellenturm. Ein Birkenschößling. Daraus kann man, glaube ich, wenn man den trocknet, einen Pfeil und Bogen machen. Ne? Müsste der sein. Ja, das ist der. Na, da haben wir einen ganz schönen Weg vor uns bis dahin. Der steht doch wieder oben auf dem Berg. Da müssen wir dann wieder gucken, wie wir da hochkommen. Denn von hier aus sieht es so aus, als ob man da, als ob das alles steile Küste ist. Aber es wird schon einen Weg hochgeben. Wir müssen dahin, also gibt es auch einen Weg. Och, das klingt immer so brachial, als ob das sich alle Knochen bricht, wenn der da ein kleines Stück runterspringt. Guck mal, das war jetzt so eine kleine Kante, einen halben Meter oder so. Jetzt könnt ihr euch überlegen, wenn ihr einen halben Meter irgendwo runterspringt, wie klingt das wohl? Gut, wohl gemerkt mit 47 Kilo auf dem Rücken. Ist das mehr geworden? Achso, ich habe das Stück Stoff aufgesammelt, ja. Natürlich ist es mehr geworden. Da ist ein Wolf. Und hier ist diese Bucht, die eingezeichnet war. Ja, wir gehen außen rum. Und da scheint es hier rechts, also hier geradeaus, scheint es hoch zu gehen zu dem Turm. Gucken wir mal, ob das der richtige Weg ist. Sieht aus, ob da oben eine Höhle ist. Da bin ich natürlich neugierig und muss erstmal hinlaufen. So viel Zeit haben wir aber. Eine Höhle, oder? Das ist bloß eine schwarze Wand. Nein, nein. Aber er scheint es nichts zu geben. Gut, dass wir das geklärt haben.
Wir müssen ja noch einen Wolf am Rätselsee töten, ne? Totes Gestrüpp. Ja, Wolf, du hast Glück. Wir sind nicht am Rätselsee, wir sind im trostlosen Marschland. Du darfst leben. Außer du greifst mich an. Aber sind ja noch ganz weit weg. Ich dachte, das ist vielleicht schon der Aufstieg zum Funkturm, aber das kann es ja noch gar nicht sein. Wir sind ja noch viel zu weit weg. Da hinten steht er ziemlich an der Klippe. Aber es muss trotzdem einen Weg geben. Jetzt kommt erstmal hier ein Wind, einen Schneesturm, oder? Noch eine Höhle. Noch eine Höhle, oder? Hier sehen wir gleich mal gar nichts. Liegt jede Menge Kohle. Aber mehr auch nicht. So, wo ist denn jetzt der Funkturm? Jetzt ist die Sicht wieder schlecht. Aha. Da hinten ist der gewesen, oder? Bleib mal kurz stehen. Guck mal, wo du hin musst. Da. Da muss er irgendwo sein. Da unten muss irgendwo das Versteck sein. Hier oben geht es ja eh nicht weiter, oder? Ach, ist ja noch ewig bis zu einem Versteck. Das ist wahrscheinlich da hinten dann. Und vielleicht kommen wir dort, wo der Hang ist, hoch. Wir werden sehen. Jetzt relativ steil nach unten, das will ich nicht ausprobieren. Gut, hier scheint es hoch zu gehen. Jetzt trotzdem erstmal hier runter. Denn da müsste ja irgendwo das Versteck sein, dann.
Wollen wir so einen Bogenschößling mitnehmen? Was wiegt der eigentlich? Oh, habe ich mir schon wieder Haufen Gewicht aufgeheizt. Ich kann es aber auch nie lassen. So. Irgendwo hier sollte es versteckt sein, oder? Kann natürlich auch sein, dass das oben ist. Nein, es kann nicht sein, dass es oben ist. Das ist. That's what I'm looking for. What have we here? Jede Menge Klamotten. Ich habe sie alle liegen lassen. Unser Mackenzie ist super ausgerüstet. Der Militärmantel, der wäre vielleicht eine Verbesserung gewesen. Aber der ist natürlich auch sehr schwer, deshalb habe ich ihn liegen lassen. Ihr seht, die Temperatur ist in den meisten Fällen kein Problem. Wenn wir nicht gerade nass sind oder in einen Schneesturm geraten. Ne, ich glaube, hier geht es nicht hoch. Versuch mal, ohne dich zu verletzen, hier runterzukommen. Dort hinten geht es hoch, so wie es aussieht. Untenrum brauchst du nicht zu gehen. Da hast du von Ferne schon gesehen, dass da überall steile Felswand war. Da kommst du auf keinen Fall hoch. Ah, hier geht es hoch, ja. Damit müssten wir jetzt auch das Versteck gefunden haben, ja. Und hier müsste es jetzt auch stehen. Genau, da ist noch eins offen, 67%, das passt. Also müssen wir dann am Rätselsee noch ein bisschen rumlaufen. Da müssen wir auf jeden Fall noch die Nebenmission machen mit den Schüssen am See. Oh Gott, wie ich mich schon wieder erschrocken habe. Man denkt jedes Mal, der stirbt gleich, weil der ganze Bildschirm rot wird. Ein Verband. Ach so, das ist bloß die Hand. Naja. Aber gut, wenn der Bär kommt, dann kannst du den Bärentöter-Sperr nicht halten. Nee, ist schon gut so. Ja, also wir haben ja noch am Rätselsee die Schüsse am See zu klären. Was es auch immer damit auf sich hat. So, in welche Richtung muss man jetzt? Hier rüber. Dort lang. Ohne Nebel wird man wahrscheinlich schon sehen. Was rennt dort? Ein Reh. Ach ja, und man sieht auch unten die Leiste mit der Gesundheit hat sich wieder aufgefüllt durch das Schlafen. Also das war auch in Ordnung so. Da haben wir die Nacht richtig gut nutzen können. Gefühlt sind wir da schon vorbeigelaufen, ne? Wenn man auf der Karte guckt, denkt man ist gar nicht vorwärts gekommen, ne? Marschlandausblick. Ja, bei dem Nebel, da wird nichts mit Ausblick. Not this again. Hatte ich schon erwähnt, dass es nie ganz verkehrt ist, die Hand zu reparieren.
einen Blutverlust, das ist nicht gut. Kommt er nochmal? Lass mal schnell schauen. Schmerzen, Infektionsrisiko. Oh, Infektionsrisiko ist nicht gut, aber... Ja, ich sehe es schon. Du willst nochmal angreifen. Lass dich doch gerade schmecken. Gotta stop that blood loss. Not this again. Hat er sich was getan? Nein. So. Ja, also der alte uncanny sense of timing. Alte Bär hat's offensichtlich nochmal überlebt. Beim ersten Funkturm war kein Bär, ne? Bei den anderen Funkturmen war jetzt immer ein Bär. Gut, ich habe zwischendurch nicht gesehen, dass irgendwas da stand. Mit Verletzungen oder mit, dass die Sachen kaputt gegangen sind, Riss in der Kleidung. Ja, das ist okay. Gut. Trotzdem nicht schön. Oh, da liegt ein Rucksack. Is it food or? Oh, Wollohrwärmer. Die nehmen wir mit aus einem ganz bestimmten Grund. Weil das ist nämlich ein Accessoire. Das ist zusätzlich zu den anderen Klamotten. Kann man das hier ranpacken. Und bringt entsprechend nochmal Schutz. Können wir dann auch mal reparieren. So, der Bär war hier unten. Wo ist denn jetzt aber der Funkturm? Der Funkturm muss da oben sein. Ja. Gehen wir hier oben lang. Oh,
Okay. Mhm. Ein hohler Baum. Hier gibt's Holz. Holz brauchen wir aber jetzt nicht. Schade. Ich hätte jetzt mich bestimmt über die Aussicht gefreut. Gut. Ja. Bringt deinen Sponder zurück zu Jeremiah. Wie vermutet, schickt uns das Spiel zurück zu Jeremiah. Da geht's nicht runter, definitiv nicht. Er muss natürlich die Transponderteile bekommen, das heißt, wir müssen wieder zurück zum Rätselsee und zum alten Pelzjäger. Nun weiß ich nicht, ob es hier hinten runter geht oder ob man hier am Marschlandausblick hier runter kann. Wäre Quatsch, wenn wir mit dem ganzen Weg zurücklaufen müssen. Ich guck mal, wie ich am schnellsten runterkomme. Dann geben wir erstmal noch was zu essen, den Mackenzie. Was haben wir denn hier? Chips. Hundefutter könnten wir eigentlich auch mal aufessen. Oh, was hat er denn hier? Ach so, die nächste Mission. Gut. Und da kannst du noch was trinken. Sehr gut. Da hinten, das ist jetzt schwer zu erkennen, wo es jetzt sinnvoll ist, weiterzugehen, weil die... Oh ne, hier gehst du nicht runter. Weil die Sicht so schlecht ist. Das war doch von vorne alles eine Steilküste. Da kommst du doch nie und nimmer lebend runter. Nee. Nö, hier geht's nicht lang. Jetzt dort lang. Kann eigentlich nicht sein, weil wir hochgekommen sind. Müssten wir jetzt wieder runterkommen. Da hätten wir den Weg ja sehen müssen. Uiuiui. Ist er denn jetzt lang gelaufen? Das sind die Bärenspuren. Das sieht fast aus wie Mackenzies Spuren auf dem Hochweg, oder? Denn Bärentatzen sind größer. Da ist ein Reh, ein Hirsch. Entschuldigung. Wie dem auch sei, hoch. An dieser Stelle denke ich, werden wir erstmal eine Pause machen. Hier geht es dann morgen weiter auf dem Weg zurück zum Rätselsee zu Jeremiah mit den Transponderteilen. Heute ist die Folge erstmal um.
dachte gerade, da steht jemand, wo das Stück Holz ist. Das täuscht manchmal so. Aber eigentlich kann hier keiner rumstehen, denke ich mal. Ja, also, die Folge ist rum. Hier geht's morgen weiter. Und da freue ich mich auf euch und ich bedanke mich fürs Zusehen.